machen, das ist doch Ausbeute, du musst den ganzen Tag arbeiten, bist sehr schlecht bezahlt, schläfst die ganze Zeit nicht, die Menschen dort sind alle voll. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht um ein Thema, das ich schon öfter angesprochen habe, nämlich um Arbeiten auf Festivals. Lohnt es sich oder Ausbeute? Eine Freundin hat ganz am Anfang gesagt, als ich von dem Job erzählt habe und dass ich mich mega freue, wie kannst du das machen? Das ist doch Ausbeute. Du musst den ganzen Tag arbeiten, bist sehr schlecht bezahlt, schläfst die ganze Zeit nicht, die Menschen dort sind alle voll, die sind bestimmt unfreundlich und du bist dann der Blöde, der denen was andrehen muss. Das sind Aussagen, die ich mir anhören musste und ich dachte mir dann so, oh Mist. Zusätzlich hat sie noch gesagt, dann bist du doch Steuerklasse 6, weil du hast doch einen Hauptjob und dann noch einen Nebenjob. Das lohnt sich alles vorne und hinten nicht. Ich war erstmal super entmutigt und ja, habe dann noch andere Freundinnen gefragt, ob sie mit mir dort arbeiten wollen, weil zusammen macht es einfach mehr Spaß und wenn man Zeit hat und auch noch ein bisschen die Zeit zusammen verbringen kann, why not? So habe ich dann auf dem ersten Festival mit einer Freundin gearbeitet und auf dem zweiten Festival war ich dann alleine, weil sie an dem Wochenende nicht konnte. Wir sind dann losgefahren nach Hamburg und es ist so, dass man sich mit einem Firmenwagen trifft und dann gemeinsam hochfährt. Die Fahrzeit wird bezahlt und es ist super entspannt, weil man sich abwechselt zum Fahren. Also man kann dann auch 2-3 Stunden was anderes machen, sich zum Beispiel ein Buch mitnehmen, wenn man im Auto lesen kann oder ein Hörbuch. Wir haben einfach gequatscht und gemeinsam Musik gehört, weil wir uns auch schon vorher kannten. Sind wir jetzt losgefahren, wir sind jetzt da. Und ja, jetzt sehen wir gleich die anderen und wir sind noch Tango. Und dann geht's los. Wie ist das dann, wenn man dort ankommt? Man kommt in der Regel Donnerstagabend an und darf dann an der Bar die neuen Drinks ausprobieren. Weil die ändern sich ja auch von Jahr zu Jahr. Es gibt dann auch neue Drinks, die man mischen kann. Und man braucht auch manchmal so ein bisschen das Gefühl von 2cl oder 4cl, weil da ja auch immer verschiedene Mengen an Alkohol reinkommen, dass der Drink ja dann auch am Ende schmeckt. Wir hatten so ein mega schönes Hotel in Hamburg. Wow! Hallo, Hauptzimmer. Und das hier ist einfach die Aussicht. Donnerstagabend haben wir einfach noch zusammen gegrillt, draußen gegessen und was getrunken. Und wir hatten uns dann auch am nächsten Morgen für die Sauna verabredet, weil wir ein super tolles Hotel hatten mit einem Wellnessbereich, Sauna und Pool. Außerdem war es so, dass jeder ein Einzelzimmer hatte und ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war das eigentlich mein erstes Hotelzimmer, das ich für so eine kurze Zeit alleine bekommen habe. Denn dafür habe ich ja in München gearbeitet bei einem Autounternehmen und habe dort Carhandling betrieben. Da hatte ich auch ein eigenes Hotelzimmer, aber das war eher so ein Apartment Living Thing. Also da waren eher so Apartments, wo man längerfristig bewohnt. Da war auch eine Küche und sowas dabei. Also das war jetzt anders als bei diesem Hotelzimmer. Ja, am nächsten Tag war ich dann auf der Suche nach dem Wellnessbereich. Good morning in the morning. Ich bin ein bisschen früher erwacht und bin jetzt hier schon im Spa-Bereich. Da werde ich euch noch zeigen. Ich bin noch auf der Suche nach der Sonne und hier rein. Hier habe ich mir direkt ein Teechen gemacht. Hier zum Relaxen. Und hier das Schwimmbecken. Wie gesagt, ich bin jetzt auf der Suche nach der Sauna. Hab den Saunaraum schon gefunden. Und das bezahlt mir halt alles immer noch die Agentur. Und hatte dann einen super Start in den Morgen. Dann habe ich mich auch schon fertig gemacht und es ging zum Frühstück. Das Frühstück ist in den Hotels immer mit inbegriffen, dass man gestärkt ist für den Tag. Man isst meistens mit seiner Crew zusammen, weil man hat entweder Frühschicht oder Spätschicht und je nachdem fährt man um diese Uhrzeit los. Es gibt 3 Positionen bei der Agentur, bei der ich arbeite, zu besetzen. Das ist einmal Sampling, man gibt verschiedene Dosen raus von der Marke, für die man wirbt. Man arbeitet an der Bar, sprich man verkauft die Drinks. Oder man ist bei der Aktivierung, ich konnte mir die ganze Zeit darunter nichts vorstellen, aber geht es darum, Begeisterung für die Marke zu kreieren. Und das war dann so, dass es so eine Spincam gab und bei der Spincam konnte man Gutscheine für die Bar gewinnen oder Goodies. Und vor allen Dingen die Goodies.
Hoodies wie Mützen oder Regencapes waren bei bestimmten Wetter sehr beliebt und auch sehr schnell aus. Also die Leute waren dann super begeistert und sind überall mit unserem Merch rumgelaufen, was ja auch für die Marke, ja, sehr viel Bekanntheit schnürt. Schön. Ja, oder? Außerdem haben auch viele an der Bar gesagt, weil dieses Mal auf diesem Festival habe ich an der Bar gearbeitet, dass die Drinks einfach super toll sind und dass das, was die Marke organisiert, wirklich immer das Highlight vom Festival ist. Was verrückt ist, weil man geht ja in der Regel für Acts zu einem Festival und nicht, weil die Nebensachen wie die Getränke oder das Essen dort besonders gut schmecken. Aber das war sehr gut zu hören. Davon habe ich nicht ganz so viele Videos und Fotos, aber es gibt auch eine Art Crew Rest, also das ganze Team darf hinten Backstage sozusagen essen und trinken. Es gibt einen Grill, man kann sich dort Feta-Käse, Würstchen, Brötchen, sonstige Sachen machen und man kann auch immer was trinken. Natürlich bevorzugt alkoholfreie Getränke. Es ist aber auch erlaubt, während der Arbeit mal einen Drink zu trinken. Wichtig ist, dass man bereit ist für seinen Einsatz und seinen Job auch gut machen kann. Das ist generell super wichtig, dass man pünktlich ist und seine Arbeit auch ernst nimmt. Aber das ist etwas, was ich, glaube ich, jedem als Tipp geben würde. Nehmt eure Arbeit ernst und wenn ihr eure Arbeit nicht ernst nehmen könnt, dann wechselt eure Arbeit. So, darum soll es aber hier nicht gehen. Man darf die ganze Zeit essen und trinken. Man kann auch in einzelnen Fällen übers Festivalgelände laufen und dort nach Tauschpartnern fragen. Also zum Beispiel, dass man mal einen Drink gegen Essen tauschen. Das war in diesem Fall möglich. Ich habe auch schon von anderen Promotern gehört, die zum Beispiel für Zigarettenmarken Werbung machen oder für Schminkmarken Werbung machen, dass die auch untereinander tauschen. Es sind generell super viele Promoter dort unterwegs und man hilft sich einfach, wo man kann. Keiner hat Lust, 3 Tage hintereinander dieselbe Pizza zu essen. Keiner hat Lust, 3 Tage hintereinander dasselbe Getränk zu trinken. Also ich glaube, da ist man immer offen für alles und kann dann auch sich auf den Festivals ausprobieren. Es waren so viele Leute an unserem Stand. Generell, es gab Live-Musik und man hat halt einfach die Möglichkeit, bei dem DJ ganz nah dabei zu sein und hat da generell ja auch ein bisschen die Vorteile, dass man manchmal schneller reinkommt, weniger kontrolliert wird, dass einfach manche Dinge schneller gehen, wenn man generell gerne auf Festivals geht und das auch genießt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Plus. Ich hatte bei diesem Festival wieder Spätschicht und dann war es nur möglich, kleinere Acts den Mittag über zu sehen, was auch schön war. Und ich war mit meinen Kolleginnen bei ein paar Acts und habe dann die Acts genossen. Es war super toll. Wir waren sowieso schon dort und ich dachte, bevor ich nur hinten drin hocke und ein bisschen was esse, kann ich mir auch die Acts anschauen. Man muss auf jeden Fall dazu sagen, es geht schon sehr, sehr lange und es ist super anstrengend. Also ich bin eine Person, wenn mein Schlaf leidet, dann habe ich schlechte Laune und das sind wirklich auch Momente, wo ich so an meine Grenzen komme, weil es einfach 3 Nächte hintereinander sehr, sehr wenig Schlaf ist. Darüber hinaus sind Menschen manchmal wirklich crazy. Also es wurden Flaschen geklaut und dann in die Menge geworfen, solche Sachen. Oder es wurden Stühle geklaut. Also ja, wenn irgendwie Alkohol fließt und auch generell auf Festivals, ist das natürlich immer eine besondere Stimmung. Also das sind alles Sachen, womit man rechnen muss. Ansonsten gibt es natürlich auch Security an den Ständen. Ich habe mich überall sehr sicher gefühlt und ich habe mich auch von der Agentur wertgeschätzt gefühlt. Man muss dazu sagen, dass die Vergütung nicht allzu hoch ist. Also es ist jetzt kein Job, den ich wegen des Geldes machen würde, aber wegen des Erlebnisses. Und ich kann wirklich sagen, ich habe so viele tolle Acts gesehen und so viel erlebt. Es ist so toll, mit den ganzen Leuten zusammenzuarbeiten und die Agentur ist wirklich klasse. Wichtig ist, dass man natürlich immer hilft, aufzuräumen, abzubauen. Wenn man sich drückt vor irgendwelchen Sachen oder unpünktlich ist, dann hat das natürlich einfach kein gutes Licht auf einen und die ganzen anderen Mitarbeiter sind dann auch genervt. Natürlich muss man sagen, dass man an seine Grenzen kommt und dass es auch super hart ist. Man hat nicht viel Privatsphäre, man ist eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends mit Menschen. Also wenn man ein Mensch ist, der sehr viel Ruhe braucht, würde ich das definitiv nicht empfehlen. Wenn man aber so ein Festival-Wochenende schon mal wegschicken kann, dann ist es auf jeden Fall richtig toll. Man gibt auch etwas zurück. Promoter werden immer gesucht oder generell Mitarbeiter. Von daher würde ich sagen, wenn das für dich interessant ist, mach es, probier es aus. Gerne auch dieses Jahr mit mir, denn ich möchte auch wieder auf 2 Festivals arbeiten. Wenn das mit meiner Hauptarbeit alles klappt und auch mit dem Privaten und dem Hinkommen und so weiter, hätte ich mega, mega Lust auf Festivals zu arbeiten. Es war so toll und ich hoffe, hoffe, dass es sich einpendelt und irgendwie ergibt. Die Festivaltage sind in der Regel Freitag, Samstag und Sonntag
Und man bleibt den Sonntag dann noch in der Unterkunft und Montagmorgen frühstückt man noch ein letztes Mal gemeinsam und dann meistens gegen 9 oder 10 machen sich die verschiedenen Mietwegen auf und bringen die ganzen Mitarbeiter wieder nach Hause. So war es dann, dass wir am Montag von Hamburg wieder zurück nach Darmstadt gefahren sind mit dem Mietauto und wir haben ewig gebraucht, ich glaube 7 Stunden, weil super fette Staus waren und das war kurz nach meinem Autounfall, so 3-4 Monate danach und ich bin eine lange Strecke gefahren. Und als wir diesen Autounfall gesehen haben, boah, das hat mich ganz schön aufgewühlt. Also es war so krass, dass wir wirklich da standen, weil es ein paar Meter vor uns war. Und wir haben den Hacky-Sack ausgepackt und unsere Campingstühle und das ganze Merch, was wir noch übrig hatten. Und ja, haben das teilweise gesampelt dort. Das war schon sehr, sehr lustig. Dennoch muss ich auch sagen, ich muss mich nach den Festivals 2-3 Tage ausruhen. Es ist nicht so, dass das spurlos an mir vorbeigeht. Vielleicht, wenn man jetzt frisch 18 ist, ist das was anderes. Aber ich musste da auf jeden Fall ein bisschen schlucken und es hat gedauert, bis ich damit besser zurechtkam. Jedoch würde ich mich freuen, wenn man sich eventuell mal auf Festivals sieht oder ihr generell daran Interesse schürt, weil das ist wirklich ein Job, von dem ich nur schwärmen kann und den ich hoffentlich jahrelang wieder machen kann. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit meinem Video. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar, über ein Follow, gerne auch auf Instagram, dort teile ich öfter meine Jobs. Ich möchte noch Videos machen über mehr Jobs, die ich empfehlen würde, eventuell auch Jobs, die man dieses Jahr im Sommer machen kann, so ein kleines Ranking oder Ideen, wie man viel reisen kann und Jobs machen kann. Ich habe da super viele Ideen und freue mich total, das alles abzudrehen und hochzuladen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Passt auf euch auf, arbeitet viel, verdient viel Geld und genießt euer Leben. Was soll ich noch dazu sagen? Tschüssi!